Buenas tardes. Heute Morgen, kurz vor 8, bin ich von Cajamarca los. Gab heute wieder lustig Höhenmeter. Aber die Aussicht hier ist einfach nur grandios. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben sogar extra für mich eine nagelneue Straße gebaut. Ich muss jetzt irgendwo da unten runter. Da soll ein Zeltplatz sein oder sowas. Hoffentlich ist da Bier. Ich brauche ein Bier. Weil das war ein hartes Rennen. So. Jetzt bin ich unten. Das ist Aguas Calientes. Ich weiß nicht, hier fährt man wahrscheinlich am Wochenende hin, um zu baden. Hier drüben ist ein Freibad. Bier habe ich schon geholt. Muss bloß noch gucken, wo die Toiletten sind. Restaurants sind da. Hospedaria wäre auch da gewesen, aber hier kann ich umsonst zelten. Gefragt. Die wollten kein Geld. Wenn sie kein Geld wollen, dann gebe ich das für Bier aus. So, jetzt muss ich mal mein Zelt aufbauen. So. Jetzt bin ich auf dem Weg von Aguas Marca Richtung Süden. Ich bin gerade in der Nähe von Molepata. Ich frage mich, ob ich die Bilder hier irgendwann mal wieder aus dem Kopf kriege. Das ist unglaublich. Es war eine Riesenschinderei, hier hoch zu dackeln. Ich war gestern Mittag auf, ich glaube 4300. Da ist die Luft schon verflucht dünn. Jetzt bin ich bei 2,7. Da wird schon wieder angenehmer und wärmer. Und hier ist eine Teerstraße, man glaubt es. Ich habe jetzt 2 Tage nur Schotter gehabt fast. Und bis vor 10 Kilometer heute auch. Zum Teil noch bergauf. Und dann bergab ist auch nicht schön zu fahren. Aber das ist hier nur der Hammer. Nur geil. So, jetzt fallen wir runter und geht mir nachher noch wieder ein bisschen Schotter. Weil ansonsten muss ich nämlich nochmal auf 2,7 hoch. Ich fahre runter auf 2,3 oder so. Und dazu habe ich keine Lust. Da nehme ich lieber die Abkürzung. Da ist schon einer lang gefahren, da habe ich einen Trackfile. Und dann werden wir mal schauen, wie weit ich heute noch komme. So, im Canyon bin ich schon mal. Ein ganz geiler Weg hier. Ich hoffe mal, dass ich durchkomme. Ich habe ein paar Einheimische gefragt, die sagten, da wären irgendwelche Erdrutsche. Wahrscheinlich rüber klettern werden, aber das hat auch schon einer beschrieben gehabt. Wir werden sehen. So, das ist jetzt die Stelle, die Einheimischen meinten. Aber zu Fuß kommt man hier durch, Fahrrad abpacken, Klamotten durch. Andere Möglichkeit, haben sie mir gesagt, ist unten durch den Fluss. Aber die Strömung ist recht stark und kann so brusttief sein. Da wäre da hinten Weg runtergegangen. Ich packe jetzt mal meine Karre ab. Das ist nicht weit. Vielleicht 200, 300 Meter. Und da hinten ist wieder der Weg. Dann hoffe ich mal, dass das der einzigste Bruch hier war. Und ich dann weiterfahren kann. So, das Fahrrad ist durch. Da liegt schon da hinten bei der Wasserleitung. Da muss ich bloß noch meine Taschen holen. Ein bisschen Kletterei hier, aber hier gehen die mit ihren Viecher auch durch, weil hier ist überall Muli-Scheiße oder Kuh-Scheiße oder Pferdescheiße, was weiß ich. Auf jeden Fall geht's. So, jetzt kommt nochmal schlimmster Abschnitt hier. Hier runterklettern, die Taschen liegen irgendwo da hinten. So, dann auf. Nochmal dasselbe. Aber richtig schön hier, wenn man sich das mal anguckt. Es ist grandios. Einfach nur grandios. So, alles wieder komplett. Und hier ist der Weg auch nicht so zugewachsen. Wie auf der anderen Seite.
Also nehme ich mal an, dass da was geht. Ziehen wir mal weiter. Guten Morgen vom Rio Tablachaca. Ich habe es gestern fast bis durchgeschafft, aber da ist ein kompletter Berg runtergekommen. Dann war es auch schon ein bisschen später, so langsam dunkel. Habe ich mich hier niedergelassen, habe mir ein Feuerchen gemacht. Versehentlich habe ich ein paar Rinder, die da hinten auf der Insel waren, hier lang gejagt. Die sind gleich mal bis zur Mine durchgelaufen. Dann kamen heute Nacht erstmal die Minenarbeiter an. Und dann habe ich gefragt, ob ich blöd bin, dass ich die Viecher hier durch die Gegend jage. Und haben die Viecher wieder zurückgetrieben. So, jetzt bin ich auch wieder gerade an der Stelle, wo etwas Klettern angesagt ist. Jetzt muss ich mal mein Fahrrad da wieder rüber schleppen. Dann muss ich es waschen, ist völlig voll Modder. Und dann muss ich wohl doch die 600, 700 Höhenmeter in Angriff nehmen, dass ich hier weiterkomme. So, nochmal ein Blick auf den Tablachaca Canyon. Von da oben bin ich gestern gekommen. Und hier muss ich irgendwo bis auf 3100 Meter. 200 Höhenmeter habe ich schon. Fehlen noch 800, das wird noch ein paar Stunden dauern. Viel Spaß auch. Moin! Willkommen im Hotel Goldrausch. Hier bin ich gestern Abend gelandet. Das ist irgendwie so ein Goldgräbercamp. Hier ist kein Mensch, habe mich gleich eingenistet. Brauchte mein Zelt nicht aufbauen. Jetzt bin ich wieder am Rio Tablachaca. Nachdem ich gestern da hoch nach Palasca hochgeklettert bin und dann hier runtergebrettert bin, 25 Kilometer Luftlinie. Von gestern Morgen 13 Kilometer. Gefahren bin ich 45. Konnte das gar nicht genießen gestern Abend. Runterfahren war schon ein bisschen spät. Bin hier also wirklich mit dem letzten Licht angekommen. Aber schön geschlafen, ein bisschen laut war es. Ich muss den Fluss hier mal verklagen. Der ist so laut. Ja, das ist die Küche. Und es ist der Wohn- und Schlafbereich. Vor allem massiv steilschlaggeschützt, der Schlafbereich. Naja, werden wir Frühstück machen. Und dann geht's weiter in Richtung Caras. Thank you.
Jetzt verabschiede ich mich vom Rio Tablachaca. Jetzt geht's hoch Richtung Caras. Jetzt habe ich Rückenwind. Eben hatte ich nicht mehr Rückenwind die letzten Kilometer. Da muss ich bergab trampeln. Gerade noch was essen. In der peruanischen Würfelbude. Es gab Hühnchen mit Reis, wie immer. Und Bohnen. So, ich mache mich mal auf die Socken. Ich hoffe, dass ich mit Rückenwind heute noch 40 Kilometer schaffe. Dann könnte ich mal nach Caras kommen. Auf geht er. So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Caras. Wir sind ein Haufen Tunnel. Da vorne ist schon wieder der nächste. Aber ansonsten ist es schön. Und es geht gleichmäßig berghoch. Nicht so steil. Jetzt wollen wir einen steiler Anstieg. Und jetzt geht das gleichmäßig bis Caras. 30 Kilometer habe ich noch. Oder 3 Stunden, schätze ich mal.